Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ja, wenn man das gerade gehört hat, was Heike Hensel hier vorgetragen hat, dann fragt man sich, meine Güte, der Antrag ist 1,5 Jahre alt und gelernt habt ihr überhaupt nichts, immer noch nichts gelernt. Wenn man den Antrag der Linken sich ansieht oder auch der Grünen, dann gewinnt man den Eindruck, Deutschland ist ein Land, das gemeinsam mit den USA die Hauptverantwortung für weltweite Fluchtbewegungen trägt. Was ist das für ein Unsinn? Es wird ein Bild gezeichnet, als seien sowohl der islamistische Terrorismus als auch der Zerfall Syriens Effekte des Handelns des Westens. Dies betont vor allem auch der Antrag der Linken, und diese Fraktion kritisiert die deutsche Außenpolitik als eine Politik, ich zitiere das mal, die auf völkerrechtswidrige Regime-Changes, also Sturz von Regierungen, setzt. Meine Güte, liebe Heike Hensel, seit Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, setzt sich Deutschland weder im Irak noch im Libanon noch in der Ukraine noch in Syrien oder in anderen Konfliktregionen für den Sturz von Regierungen ein, wohl aber für das Ende von Kriegen, und zwar mit humanitärer Hilfe und erheblichen Mitteln, Hunderte von Millionen der Entwicklungszusammenarbeit. Das müssen wir doch festhalten. Deutschland müht sich mit großem Einsatz multilateraler Organisationen, zum Beispiel wie die Vereinten Nationen oder die OSZE, zu unterstützen, zu stärken und handlungsfähiger zu machen. Deutschland kämpft weiterhin für das Zustandekommen internationaler Abkommen zur Verminderung auch des CO2-Ausstoßes. Deutschland ist Vorreiter beim Klimaschutz und bei erneuerbaren Energien. Warum ist im Antrag der Grünen nur die Rede von Deutschlands Verantwortung für den Klimawandel? Das ist die gleiche Frage wie bei dem Antrag der Linken. Mich stört dieses verzerrte Deutschlandbild, dieses Getue, als ob hier eine widersinnige Politik, eine unverantwortliche Politik betrieben wird. Allein der Titel des Antrages, auch liebe Claudia Roth der Grünen, Fluchtursachen statt Flüchtlinge bekämpfen, verdreht die Tatsachen angesichts von fast 1 Million Menschen, die hier in Deutschland in kurzer Zeit aufgenommen worden sind. Das muss doch auch gesehen werden. Ist das eine Bekämpfung von Flüchtlingen, wenn wir 1 Million aufnehmen? Und wenn ich dann bei den Grünen lese, dass wir legale Fluchtwege und Migrationsmöglichkeiten schaffen und das System der Arbeitsmigration neu gestalten sollen, dann wird mir bange. Denn die Grünen gestalten dieses System ja schon lange mit. Sie gestalten es mit, indem sie in den Ländern, in denen sie mitregieren, durchsetzen, dass Wirtschaftsmigranten nicht abgeschoben werden, dass sichere Herkunftsländer als nicht sicher benannt werden. Die Grünen sorgen leider mit ihrer Politik dafür, dass die Bereitschaft der Menschen in unserem Lande, Flüchtlingen eine Zuflucht zu gewähren, eher abnimmt. Das ist doch die Konsequenz. Und nun gestatten Sie mir noch ein paar Sätze als Entwicklungspolitiker. Denn gerade das Entwicklungsministerium macht sich mit erheblichen Mitteln bei der Bekämpfung der Fluchtursachen stark. Dies geschieht durch die Unterstützung der Nachbarländer Syriens, durch das BMZ Libanon zum Beispiel und auch durch das Auswärtige Amt, um Menschen dort zu versorgen. Mehr als 500 Millionen sind zum Beispiel in den Libanon geflossen oder fließen in den Libanon. Das müssen wir da auch festhalten. Aber unsere Entwicklungszusammenarbeit will nicht nur Not lindern, sondern auch den Menschen vor Ort eine Perspektive geben. Dies geschieht unter anderem durch das Cash for Work-Programm des BMZ. Bis zum Ende des vergangenen Jahres konnten allein durch dieses Programm fast 60.000 Jobs geschaffen werden. Etwa 270.000 Menschen haben damit durch ihre Familien eine gesicherte Perspektive. Und wir sind dabei, dieses Programm aufzustocken, 2017 von 200 auf 300 Millionen. Und da darf ich auch mal an das BMZ in diesem Zusammenhang ein sehr herzliches Dankeschön für diese Initiative sagen. Deutschland wird seiner Verantwortung gerecht. Das wird dadurch deutlich. Wir setzen uns für die Bekämpfung von Fluchtursachen ein. Wir sind übrigens in diesem Zusammenhang auch der Überzeugung, dass Freihandel
durch alle Beteiligten nützen kann. Und die Linke fordert in ihrem Antrag ja eine Abkehr von diesem Weg. Freihandel ist für sie neoliberal. Auch TTIP wird in diesem Zusammenhang erwähnt. Na ja, also die Linke ist hier auf dem gleichen Bereich, auf der gleichen Ebene wie Herr Trump. Und das nennt man Ironie der Geschichte. Also erlauben Sie mir, dass ich noch mal deutlich mache, die Zukunft muss sein, ein Weg der Entwicklungszusammenarbeit, eine Stärkung der internationalen Institutionen, der Konfliktprävention, aber auch zum Beispiel der Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft und nicht zuletzt die Stärkung der guten Regierungsführung in den Entwicklungsländern. Und das spielt leider in den Anträgen bei Linken und Grünen überhaupt keine Rolle. Ja, meine Damen und Herren, und wichtig ist, das, was ich hier vorgetragen habe, versteht der Bürger. Das, was Sie wollen, versteht der Bürger nicht. Das ist das Entscheidende. Und darüber wird er auch entsprechend entscheiden. Danke sehr. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt die Kollegin Claudia Roth das Wort.